Jetzt, ich habe es am Anfang angesprochen, Sie beraten auch die EU zum Thema Blockchain. Jetzt haben Sie auf Ihrer Homepage stehen, bis 2025 sollen mindestens 1 Milliarde Menschen die Blockchain verstehen. Wie nah sind Sie denn diesem Ziel schon gekommen? Jetzt grundsätzlich, Technologie soll ja Probleme lösen, weil wie erklärt man es Menschen? Was für Probleme löst die Blockchain für Max Müller da draußen? Ist sicher noch ein weiter Weg generell hin. Ich glaube, dass dem Ziel, ich bin generell jemand, und das kommt sicher auch ein bisschen aus dem Sport, dass man sich sehr aggressive, hohe Ziele steckt und dass man absolut okay damit ist, dass man vielleicht das Ziel nicht erreicht, aber dass man zumindest dorthin gezielt hat. Und oft ist es dann so, wenn man dorthin zielt, vielleicht endet man nicht dort, aber man kommt ganz woanders hin, als wenn man sonst angekommen wäre, wenn man nicht dorthin gezielt hätte. Und vielleicht und sehr wahrscheinlich komme ich auf die Milliarde Leute nie hin. Das ist total okay, aber ich würde mal sagen, dass heute sicher ein paar Dutzend Millionen Menschen über mich, durch meine Bücher, durch meine ganzen Videos, durch das, was wir mit unserer Firma Cake DeFi machen, dass wir da ein paar Dutzend Millionen Leute erreicht haben, dass wir denen geholfen haben, diese Dinge zu verstehen. Und das hätte ich wahrscheinlich nie irgendwie geschafft, wenn ich nicht irgendwie das Ziel gehabt hätte, deutlich weiter hinauszukommen. Also, vielleicht komme ich auf 100 Millionen. Das war schon mal unglaublich, wenn ich mir darüber nachdenke, als ich mir damals das Ziel gesteckt habe. Das ist jetzt knapp 6, 7 Jahre her. Also, für mich ist das immer dann ein Stolz auch, dass ich denke, wow, krass, was wir erreicht haben. Wo ich absolut zustimme, ist, dass für die meisten Leute heute Blockchain immer noch ein sehr entferntes Thema ist. Und der Hauptgrund dafür ist, dass in einer Blockchain, was ja nichts, und das ist so ein abstraktes Wort, aber eine Blockchain ist nichts anderes als wie ein digitales Speicherformat, also eine Datenbank, die nicht eine Partei kontrolliert, eine Firma, ein Staat, eine Person, sondern die jeder gleichzeitig bearbeiten kann und die nach einem gewissen Schema abgedatet wird. Und in dieser Datenbank kann man Sachen speichern, zum Beispiel Finanzdaten, dann spricht man von Kryptowährungen. Und es gibt hier keine Partei, die verantwortlich ist. Und das ist zwar einerseits toll, weil das bringt sozusagen diese ganzen Mittelsparteien hinaus, aber auf der anderen Seite brauchen ganz viele Leute auch an die Hand genommen zu werden, diese Hilfe, das nachfragen können. Und das ist sicher ein Prozess, der wahrscheinlich noch viele Jahre dauert, bis immer mehr tatsächliche Verwendungszwecke kommen, bis immer mehr Leute sich auch das zutrauen. Also ich verwende in ganz vielen Vorträgen da gibt es so ein ganz bekanntes Video, wo ein Mann, der splitternackt ist, im Hotelzimmer ist, die Tür kurz aufmacht und ein Tablett rausstellen will, also vom Essen. Jeder kann sich das so vorstellen. Der ist komplett nackt und geht raus und stellt das Tablett draußen hin und dann geht die Tür zu. Und jetzt steht der splitternackt im Gang und das wird halt von der Überwachungskamera gefilmt. Und jetzt muss der komplett peinlich den Gang hinunter in den Lift hinein, wo andere Menschen sind. Und er ist komplett nackt, er hat nichts. Und steht halt dann da und versucht halt seine ganzen Teile halt zu verstecken. Und dann muss er durch die Rezeption laufen, komplett nackt. Und das ist natürlich ein sehr amüsantes Video. Aber was es halt darstellt, ist, in dem Fall braucht er nur zur Rezeption. Wenn das jetzt eine Blockchain wäre, dann war es das. Dann steht der splitternackt da und es kann ihm niemand helfen. Und das ist immer für mich das wichtige Beispiel, warum ein dezentrales System auch extrem schwierig für ganz viele Menschen ist.